Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge My Time at Porsche. Und als erstes werden wir hier den industriellen Ofen, nee, ist es doch, ja, fertigstellen und mal kurz in die Hosentasche packen. Ach ja, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und Tricks, die man auch teilweise in die Kommentare schreibt. Ich versuche das alles umzusetzen einigermaßen. Beziehungsweise ein paar Dinge sind mir ja schon bewusst, nur ich muss jetzt aber umsetzen. Nämlich das allererste, das hatte ich ja eh jetzt mal vor. Letztes Mal hatte ich ja nur nicht die Coins dafür. Das Grundstück hier vergrößern. Ja, weil wir tatsächlich keinen Platz haben. Ne? So. Ah, so wird doch ein Schuh draus. Guck mal, jetzt haben wir schön viel Platz. Und holz wir gerade mal hier kurz die Hecke weg. Und damit ich mich nicht verlaufe, würde ich sagen, nehmen wir das auch. Was? Ja, ist mir schon klar, dass eine Holzkiste ist. Achso, er meinte, ich sollte das umbenennen. Nee, das will ich nicht. Die packe ich wieder hier hin. So. Ja, sind wir auf dem Boden schmettert. Ne? So, die Öfen kommen zusammen, würde ich sagen. Ja, die packen wir jetzt einfach mal alle hier neben. So. Dann nehmen wir den anderen auch da hinten. Ja. Da haben wir jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Platz, ne, Leute. So. Die kleinen Öfen kommen auch direkt daneben. Na. Zack. Eine Latscherei heute hier. Zack. Und ja, erstmal schön kaputt hauen und dann wegstellen. So lobe ich mir das. So, und dann, ach so, da habe ich ja noch jenen hier. Mensch, ein fettes Gerät hier. So. Da können wir direkt mal gucken, ob wir nochmal einen Schweißstab brauchen, wir ja. Was wir dafür brauchen, hier. Zinnerz so, ach so, Benzin verbraucht, aufpumpen. Naja, nicht Schweißstab. Ich mache jetzt einfach mal 10 Stück, wir brauchen 5, glaube ich. Aber da kann man nie von genug haben. So. Das sind die Öfen. Die Schneidemaschinen stelle ich mal elegant an die Seite. So. Die zwei hier noch. Komm mit. So. Und die große. Ich denke mal, diesen Tisch werde ich dann hier nach hinten verschieben. Und hiervon wollte ich auch noch ein paar mehr bauen. Und die auch mal tatsächlich nutzen. Werde ich jetzt aber erstmal da hinten hinstellen. Hier in die Ecke, würde ich sagen. Dann können wir nämlich hier vielleicht alles mit Pflanzen voll machen. Und den Mixer. Tja. Stelle ich jetzt erstmal hier neben. Hier gefällt er mir zwar nicht, aber ich stelle ihn jetzt mal daneben. Und die Walze hier. Ja, würde ich fast sagen. Machen wir hier hin. Ja, wobei, das ist mit der Kiste ein bisschen blöd. Stellen wir auch erstmal hier hin. Na. Kann man es nicht irgendwie drehen? Also jetzt schon mal drehen? Oder muss ich jetzt einfach von der anderen Seite machen? Das ist doch. Das geht nicht. Also. Das ist ein bisschen blöd. Da muss ich das mal gerade einfach anders nehmen. Er nimmt das immer so rum, ne? Warum nimmt das denn immer so rum? Ist egal wie? Okay, naja, gut. Warum kann ich das denn nicht? Was ist das denn für eine Mechanik? Ja, okay. Ich glaube nicht, dass es so gedacht war, aber jetzt haben wir ihn ja halt endlich da. So, Schweißstäbe. Hat er schon 3 fertig, das ist auch schön. Wir brauchen 5, wir brauchen aber auch noch jede Menge Carbonstahlbarren. So, dann wollte ich mal gucken, was wir für dieses Wasserlager brauchen. Den Montagetisch werde ich auch noch ein bisschen nach hinten verschieben dann. Was habe ich jetzt noch gesagt? Wasserlager, ne? Wasserlager. Kupferrohr, Hartholzdielen, Eisenbarren. Ja, dann gucken wir mal, was wir davon alles schon haben. Denn ich müsste die Kupferrohre, habe ich glaube ich.
Gucken wir mal. Ja, die habe ich jetzt natürlich nicht hier. So, ich habe Eisenbarren habe ich 9, davon brauche ich noch ein paar. So. Hartholzdiel, ne? Die habe ich auch hier drin. Oh, jetzt habe ich so weit, so zur Kiste zu laufen, Leute. Da kriege ich ja Kilometergeld. So, Eisenbarren habe ich auch noch genug. Das reicht. Die müssten reichen. Upsala. Und Hartholzdielen habe ich hier auch schon. Ach, die habe ich ja, glaube ich, irgendwann mal extra dafür gefertigt oder abgezählt. Wie auch immer. So, dann können wir das Ding doch auch eigentlich fertig machen, ne? Und die Sprinkler müssten wir dann tatsächlich auch machen können. So. Zack, fertig. Ja, Leute, das läuft doch wie geschmiert heute. Ja, Hosentasche. Wir wissen's. Post haben wir auch. Und ich. 4 Sprinkler, die kann ich auch bauen. Und den Tisch muss ich hier auch verschieben. Das machen wir vielleicht. Ja, das machen wir vielleicht auch nachher nochmal. Die waren hier irgendwo. Warum stehen die nicht hier bei Auftrag? Naja, gut. Was habe ich gesagt? Sprinkler, ne? 4 Stück. Kann ich auch 4 bauen. Und zack, haben wir auch 4. Bauen und platzieren, dann machen wir das doch. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier in der Post haben. Ach hier, guck mal. Lass uns den auch noch gerade wegstellen, den Tisch. So, hier wollte ich noch gerade diese Fasern eh noch produzieren. Das eigentlich, passt eigentlich ganz gut. Weil, für die Haltestelle nachher einfach. Gucken wir mal gerade. Hier Faserstoff, die hauen wir mal die 10 hier weg. So, gut. Na, das muss ich hier noch verschieben. Die kann man ja leider nur. Ja, kann man ja im Dings verschieben. So, gucken wir mal, wer uns geschrieben hat. Da gucken wir uns mal, wer geschrieben hat. Die Werkstättenrangliste. Ja, okay. Platz 2. Somit bekommen wir Daten-CDs, die wir jetzt auch gleich wegbringen. Eine Glückstrühe und 7000 Golds. Passt natürlich perfekt, weil wir nämlich gar keine Kohle mehr hatten. Zweiter Platz. Jetzt geht es nur noch um den Sieg auf dem Platz 1. 10 Daten-CDs, wunderbar. Wir müssen nämlich nochmal die 5er-CDs abgeben, damit wir hier halt dieses zum Essen machen bekommen. Ne? Das haben wir immer noch nicht. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal kurz, wo wir hin müssen. Wo ist denn der Kappes? So, hier ist Anzeichen für Ärger, okay. Haltestelle. Ach, die sind hier bei den Baumschulen. Ja, klar. Ja, dann machen wir das als erstes, weil das ja hier, sag ich mal, auf dem Weg liegt, ja, komm Pferd, gib alles. Also ja, für eure Hilfe und Anregung, ich meine, ich finde es ja bei Porsche ist es ja immer generell so, oder Portia, ja, ich weiß, aber man kann es ja generell spielen, wie man möchte. Das finde ich auch gut, dass es jetzt nicht so den einen Weg dafür gibt. Hallo Emily. Aber einige Sachen sind einfach hilfreich, ne? Und das lernt man ja auch mit der Zeit. Oh, guck mal hier, die hat einen Stern. Was heißt das? Ist ja toll, wenn ich eine Bestellung Obstsalat. Wenn ich eine Bestellung Obstsalat hätte. Muss ich mir ausschreiben, Leute. Obstsalat. Weil ich vergesse das ja. Ihr kennt mich. Obst. Kein Mensch kann meine Schrift lesen, nicht mal ich. Obstsalat. Emily. So. Ich schreibe einfach so wenig, ne? Mit meinen Händen. Nur auf PC. Wer kennt's? So, beschenken. Ja, ich beschenke es jetzt nicht hier die ganze Zeit. Obstsalat. Okay, Obstsalat. Können wir das nicht hier bei der Sophie im Laden kaufen einfach? Lass mal kurz, einmal kurz hier reinschauen. Obstsalat ist so wie sonst noch nicht. Kann man wahrscheinlich, oder vielleicht kann man es wieder machen im Mixer. Man würde ja Sinn machen. Och, Sophie, was ist los? Sag mir, wo drückt der Schuh? Nee, nicht beschenken. Ich will mich auch nicht mehr mit dir unterhalten. Ja gut, ich will mich schon mit dir unterhalten, aber ich wollte jetzt mal gerade was gucken. Wo ist das denn hier zum Einkaufen? Ah, da. Guck mal, da ist so viel Obst. Da wird da wohl Kartoffelfrucht, Schicht Zucker. Ja, okay. Ach, hey, Mini. Dünger. Hier kriegen wir die ganzen Sachen. Einen kleinen Pflanzenkasten, nur gut. Okay.
Hat sie nicht, war eine Überlegung wert. Gucken wir mal im Mixer. Im Mixer muss ich mir immer kurz nächstes Mal angucken, was wir da machen können, weil ich habe, weiß ich noch nicht ganz genau. Also Hundefutter weiß ich, den Rest habe ich mir gar nicht durchgelesen. Sollte man aber, auch das ist ein kleiner Hinweis von mir, man sollte immer gucken, was die Maschinen können und nicht können. Zumindest einmal drüber fliegen, weil man es dann doch irgendwo abspeichert und es dann manchmal richtig abruft. Manchmal auch nicht. So. Hier ist irgendwas. Ah, okay. Zack. Sprinkler installieren. Wunderbar. Das eine hat noch einmal geschrieben mit dem Ferret, dass man das Bleib, also sagen kann, Bleib. Ja, das stimmt, kann man machen. Nur es funktioniert nicht immer. Und ich glaube, es liegt an der Loyalität. Die Pferde haben ja unterschiedliche Loyalität. Das heißt, das Pferd, was man für 15.000 kauft, hat zum Beispiel eine andere Loyalität als ausgeliehene Pferde oder das Pferd mit für 10.000. Und ich glaube, daran liegt das einfach. Oder es ist ein Bug. Sucht euch was aus. Ja, ich habe es schon ausprobiert mit dem Bleib, dann ist es mal da. Oder nicht da. Also es spielt irgendwie für mich keinen, macht es keinen Unterschied. Die Funktion. So. Noch ein Sprinkler. Wunderbar. Das ist hier irgendwo. Wunderbar. So, Marco. Ja, dann. Oh, es gibt eine Zwischensequenz. Oder meine Switch hat schon aufgehangen. Nein. Ja, guck mal, wie schön. Und ach so, ja, okay. Mhm. Ja, guck mal, wie gut wir das hier gebaut haben, ne? Der Lecco Mio. Ja, das fließt doch, das war doch voll daneben. Ja, die klatschen ein, als ob die einen Handschlag gemacht haben. Ey, ihr beiden Experten. Es funktioniert. Ja, Adit, was sagst du denn? Super, klasse, ja. Vielen Dank für alles, hier ist dein Lohn, da wir wieder im Geschäft sind. Wenn du jemals Holz brauchst, kannst du in der Kiste neben unserem Haus nachsehen. Wir können jeden Tag ein wenig entbehren. Mhm, sehr schön. Und wieder Kohle bekommen und die Beziehung richtig mal gepusht. Okay, wo ist denn das hier? Die Kiste neben, achso, neben dem Haus. Oder meinen die neben meinem Haus? Ich meine neben meinem Haus, ne? Da kommt irgendwas rein, wo diese Rohstoffdinge sonst sind, ne? Oder? Ja, ja. Neben meinem Haus, würde ich mal sagen. So. Dann, hat schon 18 Uhr? Das ging ja flotti flotti. Das ist ja unglaublich. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte mal gucken, wie in dem Mixer. Und ich wollte eigentlich noch die Daten. Lass mal schnell noch zum Forschungszentrum flitzen. Na gut, flitzen mit unserem Pferd ist übertrieben. Ob wir da noch schnell, das geht doch bis 19 Uhr bestimmt, ne? Dass wir dir nochmal welche abgeben können. So, ich kann das jetzt mir gerne machen hier. Also, damit ihr mal seht, manchmal ist es ja hier. Nein! Petra! Kann ich auch hier draußen Forschung geben? Nein. Weil mein blödes Pferd nicht an die 18 Uhr. Okay, alles klar. Aber hier haben wir noch irgendwo eine Quest startet hier. Wo denn? Wer hat sie? Wer hat sie? Wer hat sie? Hä? Hier oben wieder? Nicht blind? Hier drin, ne? Quatsch mal noch kurz mit der Sonja. Ja, ich weiß, aber weißt du, also das ist so eine Sache, ne? Die quatscht immer das Gleiche, also sehr, sehr oft zumindest. Und da hätte ich mir schon gewünscht, ein bisschen, ich will nicht mit dir reden, ein bisschen Abwechslung, weil es einfach keinen Sinn macht. Also ab einer gewissen Stufe, klar, rede ich was anderes, ne? Wenn man besser mit dem befreundet ist. Aber bis dahin ist immer fast immer der gleiche Satz. Ne, es ist immer der gleiche Satz. Also meistens zumindest, was mir so aufgefallen ist. Ah, da ist Alo. Er steht genau vom Ausgang. Jetzt geht doch mal weg hier. So. Hey, ich habe nach dir gesucht. Du hast nach mir gesucht? Du stehst hier blöd rum. Man erzählt sich in der Stadt, dass du ganz schön stark wirst. Ich habe mich gefragt, ob du einen kleinen Ausflug mit mir machen würdest, um etwas Ungewöhnliches zu untersuchen.
Ja, ich bin immer bereit. Mir fehlt eine Einstellung. Das ist genau, was wir brauchen. Anzeichen für Ärger. Okay, aus der Stadt herausgehen. Das ist einfach. Das kriege ich hin. Haben wir jetzt noch eine Mission am Abend? Mann, ich wollte doch schlafen. Ja, na gut. So. Diesmal ist das Pferd da geblieben. Ja. Gut. Wir gehen jetzt aus der Stadt raus und... Ach so. Hä? Hier ist doch irgendwas, oder? Ah, da. Mal sehen, ob wir etwas finden. Ausschweren und umsehen. Was suchen wir denn überhaupt? Ja, hier sind so Spuren, Spuren, Spuren. Ja, er bleibt jetzt da stehen, oder was? Oh, nachsehen. Lammhaare, okay. Er wäre vielleicht mal einfacher zu sagen, was wir suchen. Wenn hier sind Spuren. Ja. Interagieren. Und von einem bunten Lama. Es sieht nicht aus, als wäre es ausgefallen. Es scheint eher ausgerissen worden zu sein. Oh je. Ist das alles, was übrig ist? Was könnte so etwas anrichten? Ja, Alter, ich habe die Lama auch zerkloppt. Was willst du? Zur Klippe führen. Sehen wir uns mal. Im Wasser bleiben. Zur Klippe? So, er ist einfach weg. Okay, dankeschön. Ja gut, komm Pferd. Wir reiten. Welche Klippe meint er denn jetzt? Da oben? Ah, du, da gehen wir mit Pin. Da oben bestimmt, ne? Ich guck mal gerade hier auf der Karte. Was meint er denn jetzt hier? Hier. Achso, da. Wo ist denn da die Klippe? Na gut, wir reiten einfach mal hier hin. Wo ist er? Wir sollten nachsehen, ob es hier noch mehr Hinweise gibt. Mach ich. Hier ist noch was. Ein Haufen Schleim. Hier Adelchen. Diesmal ist es Schleim. Sieht aus, als wären Teile von Marienkäfernpanzer darin. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass all dieses von etwas Großem und Hungrigen zurückgelassen wurde. Ich denke, wenn es ein normaler Kampf unter Monstern gewesen wäre, gäbe es hier mehr Hinweise, oder? Die führen ins Wasser, weil ich frage mich, was uns dort erwartet. Na gut, dann gehen wir zum Wasserfall. Geht ihr denn jetzt zum Wasser? Ich soll jetzt zum Wasserfall gehen? Ja gut, dann reiten wir zum Wasserfall. Er läuft uns ja scheinbar hinterher. Oder? Ja, okay. Hier oben oder da unten? Nein. Warum springt das Pferd denn nicht? Interagieren. So, wir hätten das schon früher feststellen müssen. Wir haben es erst gemerkt, als das Wasser grün geworden ist und die Leute krank geworden sind. Ja, was willst du denn von mir? Ach, hier unten ist irgendwas. Ist es die Frage, ist das jetzt hier unten? Ja, wahrscheinlich, ne? Komm mit, Pferd. Wir springen mal hier runter. Sag ich ja. So, was passiert denn hier? Die Fische. Die sind auch wertvoll. Oh, na gut. Die kennen wir ja schon aus den Ruinen. Sieht scharf aus. Hier, das sind ungewöhnliche Monster. Die stehen direkt daneben. Ja, müssen wir die wohl mal hier vertrimmen, die guten Jungs. Ich wollte nicht wieder die hinten treffen. So. Springt das auch niemals so weit außerhalb der Ruinen auf. Irgendwas muss hier sie hergetrieben haben. Es scheint, als wurde die Spuren bis zum Fluss und... Moment, ich habe da hier so ein bisschen... und dann verschwinden müsst. Verschwinden. Das ist wohl das Ende unseres Ausfluges. Ja, super. Im Moment können wir nicht viel tun. Ich muss den Bürgermeister informieren und schauen, ob wir eine Wache aufstellen müssen. Ja, aber nicht mich.
Ich lasse dich wissen, wenn sie in diesen Sachen Neuigkeiten ergeben. Okay. Ja gut, der alte Gale, ne? Soll er mal hier mal richtig ran, auch einmal Zimmer machen? Gibt's ja wohl nicht. So, berichte dem und wir machen jetzt... Jetzt sage ich gar nicht mehr, was wir machen wollten. So, lass mal kurz nach den Missionen gucken, was wir noch haben. Also ich wollte gucken, was der Mixer macht. Ziemlich genau. Und ich wollte gucken, was wir noch für Missionen haben. So, wir haben hier noch den Fischeintopf. Den Drucker, den können wir nur kurz aktivieren. Achso, und wir haben noch die Haltestelle. Okay. Gut, dann habe ich die auch nochmal. Den Drucker könnten wir, glaube ich, jetzt auch bauen, weil jetzt können wir irgendwas herstellen, was wir in diesem industriellen Ofen brauchten. Stahlplatten, genau, diesen vergifteten Auftrag. So, wir gucken jetzt mal. Ich würde... Was wollte die haben? Obst. Salat. Ich kann es lesen. Ich kann meine Schrift lesen. Ich bin begeistert. So. Okay, Schweißstäbe haben wir fertig. Also Tees, Milchtee, Dressing, Apfelsaft, Teig, Harz, Mehl, Pigmente, Dünger, Zement. Das ist aber schon eine... ja, Obst irgendwie nicht wirklich, ne? Gut. Hier, hier Manganstahlbarren. Die lasse ich jetzt mal fertigen, weil ich irgendwo welche gesehen habe, die wir brauchen. So. Na gut, das mit der Obstkuchen kriege ich schon raus. Die Dinger sind ja auch fast fertig. Ich würde sagen, wir hauen uns mal hin. Was kostet denn das nächste Upgrade hier? 30.000, okay. Aber hier haben wir jetzt erstmal Platz. Und, ja, ich wollte mal kurz nach dem Drucker gucken, was wir dafür brauchen, weil ich meine, was denn jetzt hier unten? Flaschenzug, da, Mangage, Flaschenzug 2, industrieller Motor haben wir, Flaschenzug kann ich noch bauen, das war... Hier? Genau. Na gut. Was brauchen wir dafür? Carbonstahlbarren. Ja, die brauche ich aber eh noch. So. Hier die will ich mal anfeuern. 17 und dann nochmal hier voll machen. Achso, ich habe kein Eisenerz mehr. Na gut. Eisenbarren auch nochmal voll machen. Achso, Eisen, Eisen muss ich auch noch immer in im Dings gehen. Hier aufgebraucht. Zack. Na komm. Bronzebahn habe ich. Ja, egal. Kann man nie genug von haben. Irgendwann braucht man die immer. Mach ich auch nochmal. Und. Hier. Nicht genug Holz. Ja gut, das war ruhig nachher. Ja, Bronzebarren habe ich jetzt, glaube ich, auch erstmal genug. Ich gehe jetzt erstmal pennen und dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir wieder. Hier haben wir ein bisschen Nachsehen, Rohstoffe. Ja, schön, ist einiges. So, ich wollte auf jeden Fall noch die Datendisk eingeben, weil wir brauchen noch dieses Kochset unbedingt, Leute. Und danke, dass du uns geholfen hast, die Baumschule zu retten. Wir stehen auf ewig in deinen Schulden, ja, auf jeden Fall. Wir können täglich eine bestimmte Menge an Holz produzieren und kostenlos an deine Lagerkiste neben deinem Haus schicken. So können wir uns bei dir revanchieren. Das finde ich gut. Wenn du gerne mehr Vorrechte im Lager hättest, könntest du die Produktion mit einer Zahlung an unsere Registrierpunkt steigern. Danke nochmal. Okay. Ja, ich finde das ganz gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Petra und geben 2x5 Datendisk ab, glaube ich, das macht Sinn. Weil wir noch so dieses Kochset und noch was anderes brauchen. Und ich glaube auch mit diesem Kochset können wir dann eben halt auch so Obstsalat oder was auch immer. Das wird halt Sinn machen. Also 8 Uhr erst. Ja, super, haben wir jetzt. War ich eine Minute zu früh da? Ich hoffe, Petra hat nicht verpennt, ne? Man kennt sie ja. Petra ist immer pünktlich. Da ist Verlass drauf.
So, Forschung. Ja, 5 Datendisks. Wenn du unsere Forschung. Ja, wir sind noch mehr Datendisk. Ne, ich will das ja nicht. Weil ich habe nicht so viel. Kann ich ja dann nochmal 5 geben. Okay, man kann immer nur einmal was. Okay, das habe ich mir fast gedacht, aber ein Versuch war es wert. Also einmal bin ich ja der Meinung, dass wir das doppelt bekommen haben, ne? Zweimal diesen einfachen Ofen. Na gut. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber irgendwie war es so. Ja, dann würde ich noch sagen, in den paar Minütchen, die wir noch haben hier, machen wir mal. Also Holz kann ich nochmal kurz sammeln. Hier rumfliegt. Das. Zumindest das hier so rumliegt. Und dann können wir nochmal gucken, ob wir hier noch einen für das vergiftete Wasser die Sachen jetzt zusammen haben, beziehungsweise den Carbonstahlbarren schon mal für die Stahlplatten fertigen. Vielleicht haben wir ja schon mittlerweile genug, das können wir mal gerade gucken. Die ist dann hier. Wir brauchen. Nee, nicht, aber fertigen wir die 2 schon mal. Wie viel brauchen wir insgesamt? 4. Haben wir noch ein paar Eisenbarren? Gut. Also Eisen, wir brauchen ja Carbonstahlbarren. Die brauchen halt echt so lange, ne? Deswegen immer gut die vorfertigen. Die brauchen halt echt super lange Carbonstahlbarren. Ja. Und hier habe ich ja. Okay, da brauche ich 4 von insgesamt. Die können auch mal so vor sich hin dümpeln. Hier habe ich nochmal das. Oh, ich habe sogar Holz. Jetzt habe ich, glaube ich, kein Holz mehr. Doch. Gut. Und hier. Auch noch. Okay, gut. Ja. So. Also, ich wollte mal kurz gucken, die Töfterfaltestelle, was wir dafür brauchen. Für die Töfterfaltestelle. Halt mal gerade. Töfterfaltestelle. Hartholz, Bronzerohr, Bronzeplatten. Und. Ja, ich glaube, die können wir machen. Hartholz-Dielen habe ich, das weiß ich jetzt nicht, aber kann ich machen. Bronzeplatten brauchen wir 4 Stück. 4 Bronzeplatten, 2 Bronzerohre. Bronzerohre habe ich da noch welche, oder? Nee. Aber 2 Bronzerohre, 4 Bronzeplatten. Das war hier, ne? Und hier die, das müssen wir ja schon fertig haben. Eigentlich. So. Packen wir das da hin, dann können wir das schon mal da dran machen. Ach, jetzt war ich nicht im Rathaus. Ich wollte noch einen Handelsauftrag gucken. Na, machen wir in der nächsten Folge. So, genau. Was brauchen wir noch? Hartholzdiele. Hartholzdiele gucke ich auch mal, ob ich die habe. Wollte man die jetzt hier fertigen? Habe ich nicht. Mache ich mir jetzt hier alle 10. Dann haben wir da auch noch was von. Ne, da würde ich sagen, dann machen wir hier an der Stelle Feierabend. Ich würde mich jetzt gleich noch ganz kurz mal in die Ruine gehen und noch ein bisschen Eisenerz und sowas farmen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig, da einfach bei zuzugucken. Deswegen mache ich das jetzt gleich noch kurz. Ja, hat mich wieder gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps. Ihr könnt das immer gerne wieder in die Kommentare schreiben. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, bis dann.